Liebe Schwestern und Brüder, so wie Jesus anhand der Gestalt des Täufers und seiner Wertung uns selber noch einmal tief hineinschickt in Gesetz und Propheten, so tut es auch die Jesaja-Schrift in dem Abschnitt, den wir gehört haben. Die Situation, die damals herrscht, ist uns heute nicht fremd. Sich als schwach zu empfinden, umgeben zu sein von Verunsicherung, von fremden Göttern, so wie das Jesaja-Buch sagt. Und dann die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Und wie geht ein Weg in die Zukunft? Auch hier weist der Prophet unmittelbar vor unserer Stelle darauf hin, auf das Verhalten Gottes. Er tut es in der Form eines Liedes. Und dieses Lied endet mit den ersten Zeilen der heutigen Lesung. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. In der Situation von Hilf und Machtlosigkeit kommt uns Gott entgegen. In der Vergangenheit galt das und es gilt auch heute. Das bedeutet Advent. Daran zu glauben, dass Gott da ist und dass er wirklich hilft. Unser Blick fällt heute auf eine ganz besondere Situation, da wir unsere liebe Frau von Guadeloupe feiern. In Lateinamerika ein Riesenfest. In dem Mantel dieses heiligen Juan Diego zeichnet sich das Bild dieser sonnenumglänzten Frau mit ihrem gütigen Gesicht ab, der Mutter des lebendigen Gottes, der Mutter Gottes. Sie führt erneut tief in Schrift und Propheten an ihrer Gestalt. Und sie selber wird durch ihre Fürsprache zur Hilfe, nicht nur für Mexiko, für ganz Lateinamerika, für die ganze Welt. Wer den Weg des Advent in der Spur der Mutter Gottes und Johannes des Täufers geht, wird erfahren, was Jesaja den Verunsicherten damals und uns Verunsicherten heute zuruft. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen.